zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Mixed Reality auf der Grünfelder Land. Gestern haben wir die Holzkohle verladen für die Gemeinde. Jetzt werde ich noch ein bisschen hier Holzscheitel ins Lager bringen. Das ist einfach gutes Geld, würde ich sagen. Und dann mal zwei raus, dass hier weiter produziert wird. Ich bin mal gespannt, wann der Fuzzi von der Gemeinde kommt, der Jäger, um oben die Holzkohle abzuholen. Du, ich habe jetzt mal geguckt, und zwar deine Felder müssen soweit erstmal nicht gedüngt werden. Beide nicht. Das frisch angesäte Feld bei dir, was du heute angesät hast, ja, da muss erstmal das Dünger einziehen. Und bei dem anderen, da hat man schon alle Düngerstufen drauf. Ah, dann ist ja gut. So, du nochmal eine andere Frage, und zwar oben. Ich habe ja Feld 1. Hm. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das verkaufen tue. Und dann? Und das dann, wenn ich mal was brauche, dass mir was ich mal kurz einfällt bei euch unten, entweder bei Wind oder bei dir, mal kurz damit ansehen und dann, was ich zum Beispiel eine Fuhre Gras dann machen. Was wäre denn, wenn du auf Ballen gehst? Könnte ich machen, aber dazu fehlt mir halt das Geld. Nee, weißt du, zu sagen, du kommst hier, du hast oben den Hof, kommst aber hier runter mit deinem Equipment, kaufst dir hier unten im Feld, aber das sind halt hier unten im Süden ein bisschen teurer. Weißt du, wenn du Ballen machst, die kannst du besser transportieren und kannst du auch gut lagern. Die gehen nicht kaputt. Ja. Dann kann man halt auch auf Vorrat, könntest auf Vorrat welche machen oder mehr. Oder wie viel geht in dein Silo rein? In dein Heulager? Ich glaube 250.000 Liter, Tonnen. Dann wäre halt die Frage, ob sich das lohnt, auf Ballen zu gehen, damit du mehr Vorrat produzieren kannst. Müssten mal gucken, aber zum Beispiel, das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Idee, dass also ich zum Beispiel jetzt erstmal einen Teil wieder von einem Kredit wieder zurückzahlen kann, habe ich jetzt letzte Zeit sehr wenig nur noch von dich. Ich hätte kaum Einnahmen. Auf jeden Fall nicht mal 200.000, sondern ein bisschen weniger, nur noch wie 200.000. Okay, das ist doch schon mal gut. Und was ich halt dann zum Beispiel überlegt hätte, dass ich zum Beispiel mir dann von dem Geld die Produktion, die von, also die Weberei mir dann hole. Hast du damit einen Ertrag? Also kriegst du das Zeug auch los? Also ich schmeiß ja Wolle rein und Stoff kommt raus. Stoff kann ich einmal exportieren. Und der Wind wollte sich noch die, noch Autos in der Produktion holen, dafür brauche ich auch Stoff. Deswegen wäre es ja eigentlich gut, wenn ich ja eigentlich die Produktion mitkaufe, dass ich den Windstoff liefern kann und für mich. Was kommt denn da raus alles?
Also kommt Mal nur ausgeben. Stoff, kommt nur Stoff. 40.000, 48, 56.000 Holzscheitel habe ich schon. Sehr schön. Nur Stoff. Ja. Ja, könnt ihr es schon machen. Muss halt gucken. Reicht dir das Geld dann? Ja. Und da hätte ich sogar noch ein bisschen Puffer. Dann könnte ich sogar noch ein Stückchen Kredit abbezahlen. Und dann muss ich halt nochmal mit dir sprechen wegen Paletten. Ich bräuchte halt auch Paletten. Was für welche? Ja, ganz normale 1-Euro-Paletten. 1 Euro habe ich nicht. Paletten. Ganz normale Paletten. Euro-Paletten meinst du? Davon habe ich welche. Verkaufst du die Palette? Paletten sind normal zu 1600. Also für ein Plus so starken. Steuer, plus. Ja, das sind ja 7, 8 Stück sind, glaube ich, drauf. Kommt man ja auch erstmal eine Weile. Ja, also da kannst du mehr draufpacken, du brauchst ja nicht so viele. Ja. Ich spreche das nur mal kurz mit Marlon ab, dass ich das Feld einmal verkaufen werden möchte. Dann kommt er ja vorbei mit bla bla bla. Wiegelt das ja noch ab und danach. Okay. Ja. Warte mal, ich wollte nur mal kurz was gucken. Nee, passt. Nee, ist okay. Gut. Warte. Doch nicht. Nur mal kurz was gucken. Nur was zu tun hat für dich. Karton. Karton. Ja, ich hätte tatsächlich noch was zu tun. Ja, Karton. Karton und Papier. Karton und Papier ins Zentrallager fahren. Also hierher. Nee, Zentrallager oben bei Hellenbergen. Okay. Bei der Helga nebendran ist doch das Riesenlager. Ja. Dahin fahren. Mache ich. Musst aber gucken, was für einen Anhänger du da nehmen kannst. Weil mein Deiner Anhänger ist steht. ja nicht da, oder? Ja, deiner steht nach oben. Mein Traktor steht auch oben. Ob du mit dem LKW hochfährst und den Anhänger holst? Mit Tatra Oder reicht ja. ich nehme kurz den dein LKW, fahr zu Wind und Tieflader, dann kann ich beide Gespanne mit einmal runterholen. Das wäre auch eine Option. Dann lasse ich, dann fahr ich Kannst du mit. aber mit dem Wind seinem LKW fahren, oder nicht? Der Wind, sein LKW, den habe ich unterwegs gesehen, der steht noch bei der Helga nebenan. Beim Händler. Ah, hängt da der große Anhänger dran? Ja. Ah, okay, gut. Der Wassertank-Anhänger. Wassertank? Ich Ja, dachte den großen der Farmstar, schwarze den er gebaut hat. Wassertank-Anhänger. Okay. Und den großen grünen? Ja, steht glaube auf seinem, ja, das steht glaube auf seinem Hof. Okay, gut. Ja, kannst du auch so machen mit dem Tieflader, das wäre auch geschickt. Ja. Ja, dann. Gut, dann Mach machen wir schnell. das so. Bis dann, Jo, ciao. ciao. Kannst du ja gucken, ob noch mehr Platz ist, dann kannst du noch mehr mit runterbringen. Ja. Als Mähwerk oder so. Ja, werde ich gucken. Gut, bis dann mal. Ciao. Ciao. Okay, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn er auch hier unten ist. Dann sind die Kräfte gebündelt. Jetzt gucke ich gerade mal Leerpaletten. 64.000 drin, 64 sind geteilt durch 4. 10. 10, 16 Meter hoch.
Hier habe ich ja noch einen Haufen drin. Zwei auf einmal gut rüber will. Ich weiß gar nicht, ob ich mich doch eine Palettendingsgabel noch gekauft hatte in der anderen. Ich muss einen Stefan Müller noch 1000 Euro überweisen. Das sind auch wieder Ausgaben, ne? Auch Ausgaben. Von was habe ich jetzt gerade Geld gekriegt? 4.400. Für was denn? Für was und vor allem von wem? Keine Ahnung. Für was kriege ich 4.400 Euro? Naja, schauen wir mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein. Bei der nächsten Folge Wildfarmen LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.